Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Is Origin. Ja, ich sag willkommen zurück, weil willkommen zurück, da wir jetzt das Abenteuer mit Toll beginnen. Wir werden weiterhin auf Normal spielen, habe ich ja erwähnt. Und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Opening nochmal... Ach, ein neues. Und... Achso, das ist sowas. Und auf jeden Fall, ja. Ich habe ein bisschen was am Ton gemacht. Also es sollte jetzt noch ein bisschen leiser sein, weil ich habe gesehen, dass... ja, ich bin gerade ein bisschen mehr. Dass, der Sound in den Parts ein bisschen... sehr laut war. Deswegen habe ich sicherheitshalber lieber noch mal ein bisschen runtergeschraubt. Oh, Fina und Rhea sehen wir natürlich direkt mal im Intro. Schwert, aber wessen Schwert ist das jetzt? Wir haben irgendwas von Saul gesagt, also vom Vater von Unica. Mama, er ist am Leben? Soll das vielleicht heißen, dass das das Schwert von Toll ist? Oder war, oder... Hä? Es kommt nochmal das Opening, dann mute ich mich mal. Okay. Ja, ich habe gerade gemerkt, man kann das Opening überspringen, weil ich einfach mal sinnlos alle Knöpfe gedrückt habe. Und ja, dann geht's halt direkt los, ohne große Vorshow und so. Ja, Intro, whatever. Ja, diesmal fangen wir direkt von der Spitze des Turms mit der Geschichte an, wie es aussieht. Und ja, ich muss mir mal schnell die Nase putzen. Ich drücke so langsam mal weiter. Ja, so. Ja, da stehen wir. Dämonischer Toll. Demon Toll. Ja, ja. Oh, was ist das jetzt? Nicht, ob wir das Intro auch hatten bei Unica. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Naja, egal. Auf jeden Fall war das jetzt ein Video. Huch, ach, fuck! Des Towers Zaffer und Toll, okay. Okay, wir sollen jetzt aus einem irgendeinem Grund wieder hoch. Oh,
Wir haben Gesellschaft. Yay! Direkt mal geschnetzelt mit Toll. Geld. Oh. Wie ich diese schnellen Angriffe vermisst habe. Okay, das waren unsere eigenen und ja, wir haben sie einfach mal gekillt. Wir sind nämlich jetzt irgendwie ja auf der selben Seite. Ja, never mind. Die wollten es nicht anders, die haben angefangen. Ich schwöre, ihr habt es auch gesehen. Ihr seid die Zeugen. Die 2,5 Zugucker und ja, Zuschauer, Zugucker, whatever. Auf jeden Fall haben die angefangen. Das hat man ganz klar gesehen. Ja komm, Zaffa, laber nicht so lange, wir wollen spielen! Oh, guck dich die Angriffe an. Oh, göttlich. Nee. Speichern uns hier unten drunter ein. Da oben ist auch noch der ja, Speicherstand von Unica halt. Der kommt auch nicht weg. Schauen wir mal, was wir hier. Aha. Okay, also das gleiche. Oh, und hier ist es in Tech Range. Also höhere Tech Range. Klingt auch wieder interessant. Ich denke, darauf werden wir auch wieder bauen. Nachdem wir uns natürlich die interessanteren Sachen geholt haben. Und come on, boah, Toad ist doch schon schnell irgendwie. Okay. Sie hat jetzt ein bisschen sehr viel ausgehalten. Selke Altan Panake. Ja, direkt ein bisschen live. Warum nicht? Ich habe mich jetzt schon den Double Jump. Der war so schön und so Double Jumping und ja. Ah, direkt ein Level-Up. Ja, irgendwie haben wir eben so einen Slide nach vorne gemacht. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der Ding... Oh, dieses Geschnetzel. Ach, der Toll ist ab jetzt Talon, fertig. Ein kleiner Motherfucking Assassine. Oh. Ah, jetzt kriegen wir unseren ersten Zauber. Und bei Toll ist es was anderes, ja. Wir können jetzt den hier. Hui. Sprinten. Hui. Und der macht halt auch Schaden. Sogar, oh, war nicht schlecht, habe ich gerade gemerkt. Komm mal mit hier. Ach ja, das wird auch wieder viel Spaß machen mit seinen Zaubern.
Vor allem, weil ich die Hälfte gerade auch wieder nicht weiß. Wobei, einen weiß ich gerade noch, aber das war's doch. So. Einfach mal drüber geskillort. Die Motherfucker, egal, never mind. Level up! Doofe Kuh! Komm her! What the fuck? Ach so, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt schon mal an die dunklen Kristalle gewöhnen. Weil ja, es wird jetzt erstmal. Werden jetzt halt nur dunkle Kristalle kommen. Weißt du, nur. Ach, nein, ich weiß nicht. Doch, ja. Nochmal nur. Hier unten ist die Musik noch nicht so toll. Gut, sie ist auch nicht schlecht, aber sie ist auch nicht toll. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht genau, ob ich noch eine Änderung an Isoridge Let's Play machen werde. Also nicht im Sinne von wird gemacht oder wird nicht gemacht, sondern im Sinne von der Benennung. Weil bis an die anhängenden Parts dann dran machen, ist irgendwo auch doof. Ich denke eventuell dran, dass ich das einfach dann beide sind in eine jeweilig andere Playlist oder alle drei dann in eine jeweilig andere Playlist stecke, in eine jeweilig eigene, sag ich mal, und dass die dann halt dass dann halt irgendwie am Ende statt nur der Titel dann steht, dann dass doch noch irgendwo eingefügt wird Toll, Unica und am Ende halt dann Hugo oder Unica, Toll und dann Hugo, so rum. Trau dich hier, du Wichser! Trau dich hier! Arschloch. Ach, fuck. Skill Jump of Non-Skilling. Ah, noch roter Spruch. War mir unsicher, ob es die für Toll auch gibt. Aber wie man sieht, gibt es die für Toll auch. Ach, Moment, mir fällt mir sogar ein, wenn ich mich nicht irre, gab es sogar bei Toll mit den Rodos eine Besonderheit. Glaube ich. Gehen wir hier lang. Ich kenne die Wege ja hier mittlerweile schon. Egal, es war aber Und
ein Emerald. Und der Zauber wird stärker. Nom nom nom. Ja, ja, wir wissen, dass unsere Zauber... Oh, jetzt können wir den noch aufladen, oder? War das nicht... Ab der mit 2? Wir testen es einfach. Hui. Oh, das sieht gut aus. Wow. Voll der Speed-Hack-Core. Bam. Oh, und direkt hat 2-3 Schaden mehr. Oder mehr. Hui. Oh, Kiste. Und Blue Moon Crest. Ah. Und unser alter Freund Ro. Und wir verstehen überhaupt nichts. Ja, jetzt geben wir dem einfach mal hier die rote Frucht. Ich finde die Stelle so geil, wie der einfach ankommt. So ein kleines putziges Vieh und plötzlich knurrt der Magen. Ah, ach genau, und bei Toll war es so, Toll verstärkt seine Waffen selbst. Glaube ich. Ja, okay. Ja, man sieht ja unten in der Leiste, unten links, dass unsere Waffe mittlerweile schon Level 2 ist. Also er hat dann die... Er hat sie selbst verstärkt. Boah, man merkt das richtig. Also der Schaden ist ja jetzt wirklich richtig schön. Aber egal, wir klatschen uns hier trotzdem nochmal durch, weil... Lieber zu viel Level als zu wenig. Na gut, für euch wäre, glaube ich, fast zu wenig lieber, aber weil es dann mehr Fails geben könnte. Aber ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit Toll durchgespielt habe, dran, und ich erinnere mich auch ein bisschen an den Anfang von Unica, wo wir da ja bei diesen Viechern verreckt sind. Und ja, bei diesen Rittern. Aber ich merke gerade, wir kriegen hier sowieso kaum mehr Erfahrung. Von daher bewegen wir uns doch dann in Richtung. Wie sonst was. Ach ja, toll, das war so schön. Das hat wirklich so richtig Spaß gemacht, weil ich lieber einfach schnelle Angriffe. Ah, jetzt muss ich kurz mal schauen. 18 Minuten spielen wir schon. Da schaffen wir noch was. Wir wissen ja jetzt, dass da sowieso der Boden runterfällt. Oh, okay, ich dachte, der wäre ein bisschen weiter vorne. Egal. Whee! Ah, okay. Direkt erster Bosskampf. Kann ich jetzt schon sagen. Gegen... Ja. Den Commander. Galeon.
und die kennen sich gegenseitig bloß, ja. Ja, obwohl, das ist eigentlich nicht spoilern, das ist eigentlich nur Geschichte erzählen, von daher. Toll war eigentlich ein guter Mensch, ja. Aber, wegen einer, irgendeinem Schicksalsschlag, glaube ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Oder irgendwie sowas, ist er auf die dunkle Seite gewechselt und wurde zum Dämon. Und ja, deswegen, er kennt eigentlich, ja, viele. Er kennt viele der anderen Leute auch. Oh, wow, 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 wow. Chill mal dein Leben hier. Au, 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 au. Oh. Ja, genau, bei dem bin ich auch damals immer wieder verreckt und so. Ja, das könnte ein bisschen länger dauern. What the fucking hell? Oh shit. Oh, es hat gereicht. Ja, direkt mal der erste Bosskampf. Sehr schwer. Und er rennt weg. Egal. Ja. Auf jeden Fall scheint es immer so gewesen zu sein, dass unser lieber Toll immer gegen Galeon verloren hat, glaube ich. So war das. Und ja, diesmal saß ja. Okay, auch wenn es beim ersten Mal nicht so aussah, aber beim zweiten Mal sah es ja so, hat man es ja gesehen. Cleria Ring, Moment, muss ich jetzt mal schauen. Ach genau, Toll hat auch Ausrüstungsgegenstände, die wirklich die Werte beeinflussen. 3 Stärke mehr gegen minus 3 Verteidigung, ja, wenn schon Hardcore, dann richtig Hardcore. Wir stehen drauf. Total. Gib mir Tiernamen. Gib mir böse Tiernamen. Schmetterling. Und böser Schmetterling. Wow. Der Schaden ist jetzt schon fast ein bisschen heftig. Guckt euch das jetzt einfach mal an. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2.
Bum, bum. Dann könnte ich mich gewöhnen. Ach ja, bei dem brauchen wir nur einmal den und dann den. Und zack. Ja, das läuft hier gerade alles eigentlich ein bisschen schnell. Also, ich glaube fast, dass wir bei Toll eine Verhaltung brauchen werden. Brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Whee! Ach Gott, du bist scheiß. Brr. Okay. Jetzt sind wir wirklich Demon Toll. Und das ist jetzt unsere, ja, unsere Buchform. Komm, go, 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 go. Weiß nicht. Guckt euch das einfach mal an, hier die Geschwindigkeit. Also. Na okay, ist aber leider auch wieder so schnell weg. Aber. Scheiße, okay, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an die Leiste, an den Blutangriff von ihm. Ah, na egal. Ach, scheiße. Ja, egal. Das war alles gewollt. Weil wir jetzt hier speichern. Und ja, an der Stelle beende ich dann diesen Part und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es halt Let's Play, genau. Ys Origin mit Toll, ja. Also, macht's gut, Leute.